Mein Name ist Ivan Prokopenko. Und ich bin Niklas Semler und wir machen beide eine Ausbildung zum Roller- und Sonnenschutzmechatroniker bei der Firma TÜV. Teil unserer Ausbildung ist das Beraten von Kunden, das anschließende Montieren bei den Kunden, wie auch das Reparieren und Warten bei den Kunden. Wir sind natürlich auch auf Baustellen, Neubau, Altbau, wo wir dort Sachen montieren, abmontieren, reparieren. Besonders gut an diesem Beruf gefällt mir, dass er draußen stattfindet. Wir arbeiten bei Wind und Sonne. Und wir haben dauerhaft Beschäftigung, uns ist selten langweilig und Abwechslung haben wir auch. Wir machen nicht immer das Gleiche. Vor allem arbeiten wir auch mit Kollegen zusammen. Wir arbeiten nicht alleine, wir arbeiten im Team. Hier in der Werkstatt bereiten wir unsere Halbzeuge vor, um sie dann später fertig beim Kunden zu montieren. Wir sägen, wir bohren, wir haben hier einen Bohrer. Wir tun hier unser Material bearbeiten, falls wir es vor Ort nicht machen können. Dann nehmen wir das mit hierher, machen das hier. Wir haben sogar eine Nähmaschine. Dort tun wir unsere Textbänder zum Beispiel für die Jalousien nähen. Ja, das will auch gelernt sein. Der Beruf hat nicht nur handwerkliche Seiten, sondern auch die Elektronik. Zum Beispiel das Smart Home, wo die Leute von ihrem Handy aus alles steuern können. Und es wird immer beliebter und immer angesagter. Ja, wir benutzen nicht nur Pfeile und Säge bei unserem Beruf.